sind jetzt im Sutjeska Nationalpark angekommen und stehen hier noch an einem freien Spot und wollen hier die Nacht verbringen. Morgen wollen wir vielleicht ein bisschen wandern gehen. Es ist hier auch der höchste Gipfel des Landes mit knapp 2400 Meter. Und einer der letzten Urwälder Europas ist noch hier. Und es gibt Braunbären und Wölfe. Ich bin gespannt, ob wir heute was hören oder sehen. Sie haben aber ein Rückzugsgebiet und ich denke nicht, dass wir die sehen werden. Genau, und der Ausblick ist super. Und jetzt gehen wir mal zum Flussbett runter. Wir sind hier am Denkmal zum Zweiten Weltkrieg im Sutjeska Nationalpark. Nach knapp 16 Kilometer Offroad fahren sind wir jetzt oben angekommen und werden jetzt noch zu den zwei kleinen Seen wandern. Ich glaube, der eine ist relativ nah und zum anderen geht man circa eine Stunde. Und das erste, was wir gesehen haben hier oben, sind auch hier Straßenkatzen mit kleinem Baby. Man merkt schon richtig, wie die Blätter sich verfärben wegen dem Meer. Und wir haben den ersten See entdeckt. Hier unten. Oh ja, der liegt schön. Dann wurde hinten, das glaube ich, noch eine Aussichtsplattform, wo man runterschauen kann. Nach dem Donje Bare geht es jetzt zum Boric Aussichtspunkt. Man merkt, man kommt zum Aussichtspunkt. Es wird dezent windig. Oh nein, ich habe meinen Weitwinkel vergessen. Ich hab's drauf. Hä, hey, du hast es doch in die Kameratasche, oder? Nee, das ist andere. Boah, schau mal. Die Kante da an. Eine Seite bewachsen, die andere felsig. Geil. Ich weiß, ich sag oft geil. So, jetzt kommt gleich die Sarah. Mal schauen, was sie zum Aussicht sagt. Beziehungsweise wann sie kommt. Mega. Das ist richtig gut. Boah. Ja, ist schon alles. Boah, nichts für Leute mit Höhenangst. Boah. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Die halbe, dreiviertel Stunde, war es, glaube ich, oder? Ja. Und all das mit Wanderschuhen.
Die Sarah hat, wenn ich so da sitze, mehr Angst mit ihrer Höhenangst wie ich, der eigentlich am Abgrund sitzt. Ja, schlimm genug. So, nach einer langen Wanderung gibt es jetzt gleich Abendessen mit Resten aus Deutschland. Sowas wie Erdnussbutter, Sesamöl, Sojasauce, irgendwie asiatische Nudeln. Schmeckt, weiß ich noch nicht. Es wird schmecken. Das sagt er jetzt, weil die Kamera läuft. Guten Morgen. Nachdem wir gestern zu faul waren, noch den zweiten See zu machen, machen wir den jetzt heute Morgen. Und 30 Minuten laut Schild zum Gonyebare. Los geht's und es geht gleich bergauf. Juhu. Gonyebare, wo wir gestern mal eine Stunde. Wir müssen zum Gonyebare, der steht auf einmal nicht mehr da. Aber ich würde jetzt einfach mal rechts gehen, oder? Ich hole mal die App raus. Also wir sind auf dem Weg, circa noch die Hälfte. Hier ist irgendwo ein kleiner Fluss. Nee. Sollte hier sein. Also ich würde mal sagen, dass wir dem Weg einfach folgen müssen, weil. Alles klar. Also ich habe den Fluss gefunden. Wir müssen jetzt einen riesen Schritt hier rüber machen. Uah. Wohl kein Wasser mehr. Ja, ich glaube, wir sollten noch mal aufs Navi schauen, ob das wirklich der See ist. Oder See war. Und wenn ja, würde ich mal sagen, wir hatten hier auch einen verdammt trockenen Sommer. Ja, wir folgen jetzt gerade dem Navi zum zweiten See, hoffen, dass der mehr Wasser hat als der erste. Juhu, ist Wasser dran. Das schaut auf jeden Fall gut aus. Das ist richtig schön. Ohne unsere Navi-App hätten wir den See jetzt gar nicht gesehen. Die Wanderung war einmal ganz am Anfang von der Straße angeschrieben. Danach gab es eigentlich nur noch ein Schild zum Gipfel hoch, aber nicht zu den Seen. Und das Navi bzw. die Navi-App hatte den Aussichtspunkt zum zweiten See bzw. ich glaube auf beide Seen drin. Und genau deshalb haben wir jetzt den zweiten See noch gefunden. Genau, also wir nutzen die App Navigator nur als Info. Wir ärgern uns auch manchmal damit, sie ist aber kostenlos oder wir nutzen die kostenlose Version. Manchmal sind Seen oder sowas gar nicht eingezeichnet, aber im Großen und Ganzen ist die super hilfreich. Weil wir auch so Mautstraßen, vignettenpflichtige Straßen bisher auch immer gut umfahren konnten, wenn wir wollten. Genau. Und auch Wanderwege teilweise eben drin sind. Das ist das Beste, finde ich. Wir sind jetzt gerade einen Weg lang gelaufen für einen Aussichtspunkt auf den Wasserfall Skatavak. Der Weg
ist unglaublich schön. Führt links und rechts an steilen Wänden entlang. Und gerade für Sarah mit Höhenangst eine, ich glaube, relativ große Herausforderung. Ich glaube, aber ich bin hier schon die ganze Zeit fest, wie so eine die über die Reling fällt. Zumindest hinzu geschafft, zurück steht jetzt noch bevor. Mal schauen. Aber die Aussicht ist atemberaubend. Und da hinten irgendwo, das kleine, ist der Wasserfall. Also vom Aussichtspunkt hätte ich mir jetzt mehr erwartet. Also ich hatte hier bei den Ecken gerade schon richtig Probleme herumzukommen, deswegen musste Tobi mit mir rumgehen und konnte nicht filmen. Für viele schaut es, glaube ich, nicht so schlimm aus, aber ich kann da nicht mal runterschauen. Also es ist echt heavy, finde ich, für mich. Ja, genau, das ist die eine Seite. Und hier die andere Seite, gerade von den Blättern verdeckt. Aber wird noch besser, die Aussicht. Hier zum Beispiel. Geht's? Ja. Jetzt haben wir das Schlimmste eh schon überstanden. Gott sei Dank. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Dragosedlo. Das ist ein Aussichtspunkt. Der Parkplatz ist 500 Meter entfernt und laut Bildern hat man wieder einen Blick ins Tal. Nee, da geht's noch weiter. So, das müsste der Aussichtspunkt sein, oder? Wir sind jetzt kurz vor der Grenze zu Montenegro und Sarah holt gerade hinten die Pässe, also Reisepässe und Impfpässe raus. Und jetzt geht's weiter zur Grenze.